Und damit herzlich willkommen zurück zu LEGO City Undercover. Ich glaube Folge 8. Ich weiß es gerade nicht. Wenn es nicht Folge 8 ist, dann ist es halt nicht Folge 8. Eigentlich habe ich ja beim letzten Mal, stehen geblieben im Zentrum vor der Bank vom Abwasserkanal. Aber mir ist gerade beim Spielstart aufgefallen. Hier oben ist erstmal noch eine Charaktermünze. Die werde ich mir jetzt nochmal holen. Und hier ist noch ein roter Stein. Mal sehen welcher. Freigeschaltet. Stadtherausforderung. Ja. Aber dann begebe ich mich jetzt mal in die Mission. So, dann. Ab rein da. Oh. Nach der Sache hier muss ich sehr, sehr lange duschen. Hey, Chase. Bist du in der Bank? Ich bin in einem Kanal. Bist du falsch abgebogen? Ah, ich zieh dich nur auf. Ich habe die Bedienungsanleitung für die Farbwaffe gelesen. Und? Ja, erstmal musst du sie an einem Farbwechsler auffüllen. Spitze. Allerdings sehe ich hier im Kanal gerade keinen. Entspann dich. Irgendwas sagt mir, dass da unten irgendwo einer ist. Ja. Dann fangen wir mal an. Mit der schmutzigen Arbeit. Hier habe ich gerade das Gefühl, mein PC ist ein bisschen, also meine FPS sind ein bisschen am Stottern. Vielleicht bilde ich mir auch das einfach nur ein. Hoffentlich bekommt die Polizeistation Prozente bei einer Reinigung. Da. Darf ich da rein? Ich will gar nicht wissen, wie dieser Schlüssel in die Kanalisation kommt. Alter, ist das Scheiße, was da rumschwimmt, oder? So. Ja. Dafür wüsste ich gerne, wieso er in dieses Schloss passt. Ja. Schon wäre bei der Reinigung reingefallen und hat den Schlüssel verloren. Diese rote Schaltfläche sieht wirklich wichtig aus. Rat mal warum. Ich klopfe hier auch ein bisschen Steine nebenbei noch so, weil kann man ja immer gebrauchen. Ich habe meinen roten Stein. Ich habe übrigens, ja, habt ihr schon gesehen. Ich habe eben einen gefunden nochmal. Gar nicht an. Puh, warum habe ich nur nie Rückenschwimmen gelernt? Das fragt man sich auch nur in solchen Momenten. Ich kann auch nicht Rückenschwimmen. Oh, aus diesen Rohren müffelt es ja erbärmlich. Das riecht wahrscheinlich genau wie bei mir unter den Armen. Okay, so schlimm stinke ich auch nicht. Jetzt geht das schon los, dass ich den falschen Charakter mal nehme. Das zu. Hier kommen mir Felsen rein. Und das zu. Jetzt kann ich hier durchgehen. Und. Warte, komm, ich warte mal kurz, bis ich wieder aufstehen. Dann nehme ich die und werfe die da rein. Stimmt, wenn nur noch einer über ist, dann mache ich jetzt immer so einen Finisher. Das ist dann wohl ein Farbwechsler. Warum auch immer der hier ist. Im Moment ist da was Grünes in der Waffe. Sehr gut. Wenn du rotleuchtende elektrische Felder siehst, schieß mit der Farbwaffe auf sie, um sie zu aktivieren. Hab eins über einer Schranke gesehen. Ich bin ganz heiß auf diesen Riesensmaragd. Er soll ja so groß sein wie ein Kopf. Gehörte wohl so einer königlichen Tante, die ihn dann verhökert hat, weil er zu schwer für eine Brosche war.
Ich melde mich wieder. Ja. Meine FPS sind echt am Arsch, ne? Also, so, es läuft flüssig, aber hin und wieder habe ich mal so Einbrüche. Dann bleibst du da kurz stehen. Oder ich bild mir das ein. Ich hoffe, es ist in der Aufnahme nicht so. Jetzt werde ich Schwierigkeiten haben, die beiden hier auseinanderzuhalten. Ich muss wieder in der Umkleidekabine dann auf den Polizisten-Skin wechseln. Wenn das noch besser ist. Chase, ich hab was gefunden. Halt die Augen nach roten Farbwechslern auf. Alles klar. Rote Farbwechsler. Wow, dieser Smaragd. Er soll der reinste Smaragd der Welt sein. Nicht so ein plumper Klumpen wie die Dinger, die sie aus der Bluebell-Mine bergen. Die sind zwar auch wertvoll, aber kein Vergleich. Wow. Yo. Ich bin ein bisschen nah am Mikrofon. Ich bin auch fast umgebracht. Hier kann ich mit Dynamit was machen. Lass mich raten, irgendwo unten ist auch Dynamit. Ich liebe übrigens auch diese Detektivmusik. Wie kann man nur darauf kommen, dass hier irgendwas ist? Jetzt mal abgesehen von dem Kreuz da. Ach, welche Überraschung. Dynamit. Boom. Was zum... Wer versucht denn da eine Luftmatratze runterzuspülen? Es gibt schon Leute, ne? Da fragt man sich. Und hier hat wohl auch irgendwer Uran runtergespült. Oder was anderes. Ich will sogar tote Fische drin. Ja. So, dann kann ich hier noch was aufbrechen. Da ist noch ein Ventilrad. Ich kann mit der Farbwaffe auch übrigens Gegner abschießen. Das kann ich ja beim nächsten Mal zeigen, wenn ich einen Gegner vor mir habe. Die Kisten hier, also diese mit den Griffen dran, die hier, kann ich noch nicht öffnen. Da brauche ich Rex Fury für. Die anderen sind zu schwach. So. Zack und hoch. Und boom. So, die Schaltfläche da, die ist schon grün, also da kann ich mit grün recht wenig machen. So, bum 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 bum. Und... ich hab grad leichte Kopfschmerzen tatsächlich. Ich frag mich, woran das liegt. Bestimmt nicht daran, dass ich heute ein bisschen viel Energy Drink getrunken habe. So. Bumm.
hab den Farbwechsler gefunden. Nachdem du die Waffe mit roter Farbe gefüllt hast, kannst du durch das Beschießen grüner Felder elektrische Anlagen ausschalten. Weißt du, das hier erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als ich noch Brüche machte. Nur riskiere ich diesmal nicht direkt meinen Hals. Ich lese jetzt mal weiter. Also, von grün auf rot wechseln. Dann können wir jetzt da hinten die grüne Schaltfläche abknallen. Da hinten ist was. Achso, ist nur gelb. Habe ich ja schon genug von. So. Dann. Zack. Und zur Seite. Und runter. Zur Seite, um die Ecke und da sind wir. Da ist hier immer noch keine, oder? Ja. Ich kann es regelrecht spüren. Der Riesensmaragd ist schon in der Nähe und macht mich bald steinreich. Hast du schon einen Hehler an der Hand? Nicht nötig. Das ist ein Auftragsbruch für einen Privatkäufer, der das Ding unbedingt will. Bau jetzt also ja keinen Mist. Der Letzte, der Mist gebaut hat. Ach, es war eine große Schande. Was ist passiert? Konnte ihn leider nicht mehr beschäftigen. Also haben wir ihn zu den Fischen geschickt. Bitte? Ja, er arbeitet jetzt als Wächter im Aquarium. Also bis später. Ja, zu den Fischen geschickt. In, Spielen mit höherer Altersbegrenzung wird er jetzt im Hafenbecken treiben. Wahrscheinlich mit Rücken nach oben. So, das... Nein, nicht zu weit. So. Und... Ich spam das dann immer, die Taste. Aber ich muss ja einfach nur rückwärts gehen dann. So, so, so. Das dürfte dann aber jetzt die Belüftungsklappe sein, die warum auch immer im Abfluss endet. Da stinkt es bestimmt auch gar nicht durch, außer die haben da einen Stinkfilter drin. Ich bin drin. Besser schnell den Smaragd und verdufte dann von hier, sonst erwischen sie mich noch. Hey Chase! Hier steht, dass die Waffe noch ganz andere Sachen kann. Mit ihr kann man auch Dinge versilbern. Und wieso mache ich mir dann die Arbeit, eine Bank auszurauben? Kein richtiges Silber, Mann. Aber es reicht, um Oberflächen glänzen und spiegeln zu lassen. Eignet sich gut gegen Laserstrahlen, kapisch? Ja, das könnte hier ganz hilfreich sein. Gut, füll sie mit silberner Farbe, wenn du einen Wechsler findest. Und halt Ausschau nach dem Riesensmaragd, okay? Meld dich, wenn du da raus bist. Okay, das Ding explodiert jetzt in den Laservieh. Weil hier sind Laser, die sieht man schlecht. Jetzt ist es versilbert. Jetzt lenke ich den einen Laser da oben. Er zeigt jetzt da auf die Tür. So. Da drin war der Smaragd nicht. Ja. Hier drin. Da drin auch nicht. So, dann habe ich hier noch Goldbarren, die gar nicht mal so golden sind.
Stimmt, da ist ein Laser jetzt in der Mitte. So. Hier ist auch noch was zu abhören. Ach Leute, man könnte fast glauben, die wollen nicht, dass jemand den Smaragd mitgehen lässt. Rat mal warum. So, jetzt habe ich damit, glaube ich, den Laser ausgemacht. Ja. Also. Zack. Falsch. Ich muss mal sagen, das ist ein bisschen das für einen Bankeinbruch hier, so die Kohle, die ich gerade da habe. Schau dich mal an, ich habe nur 150.000 bisher. Nur. Das kann ich hochheben hier. Und jetzt kann ich da das ablegen. Jetzt habe ich hier blau. Jetzt kann ich da dieses Parcours-Teil einfärben, damit ich da hoch kann. Ich habe fast Lego City Held voll. Warte mal, ich brauche grün. Also auch ein Farbwechsel. So. Lass mich raten, welche Farbe ich hier bekomme. Ich hätte richtig geraten. So, 164.000 habe ich jetzt. Das hier, da muss ich jetzt Rad anbringen. Bis das da angeht, drehen. Zack. Tada. Dann hole ich mal das Ziel dieser Mission. Das nenne ich einen Edelstein. Wer auch immer du bist, du brichst das Gesetz. Ich denke, das wissen die schon viel. Das war's dann wohl mit unentdeckt bleiben. Also, ja, das entbehrt ja jeder Würde. Otto-Kombo. Jetzt bin ich in der Bank. Ja. Ab. Und wieder dran. Eine Zahl. Vielleicht Teil einer Kombination? Eine Zahl, definitiv in einer Kombination. Und das hier ist die dritte Zahl. Mein Rot ist X. X war 10. Dann war Blau I. Also 3 mal I, das ist 3. Und das hier war VII, das war 7.
römische Zahl. Ziemlich clever, den Schlüssel für so einen irgendwas recht Geheimes, schätze ich mal, so mit einem sehr offen dargestellten Code zu verschließen. Im Gefühl, ist ja nur fair, dass ich der Bank auch mal einen Gefallen tue. Ja, ich kann die Bank sauber machen. Stand macht. Jetzt mal hier was im Stein hier einsammeln, die gerade vor meiner Nase verschwinden. Wo ist denn das letzte hier? Habe ich schon eine Polizeimarke? Ja, tatsächlich. Habe ich ja wahrscheinlich bei dem Tresor dann bekommen. Hier ist was für einen anderen Charakter. Zweite Polizeimarke. Das kann ich nicht umfahren, da muss ich das drauflegen. Da ist ein Superbau. Ich steige jetzt einmal auf den komischen Mobil hier ab und gehe mal der Mission nach. Da rein. Die Automaten zerkloppen. Einmal Dynamit. Einmal warten. Und einmal Automaten in die Luft jagen. Hier sprengen. Es hat gut geknallt. Dann einmal die zwei Tresore noch knacken. Großen Stein. Und noch einen großen Stein. So, und dann beende ich meine Mission. Ob ich genug Steine für den Superbau habe? Könnte hinkommen. Erstmal hier noch einsammeln und jetzt
Relocator. Mein Lieblingskatze im Spiel. Wow, ein Schneepflug mit Raketenantrieb. Ein Spitzenteil ist das. Den Laden gerade ausrauben. Entschuldige. Der Dienstag war für mich reserviert. Aber hört jemand auf mich? Nein. Und sowas nennt sich dann organisiertes Verbrechen. City Bank. Abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Welcher roter Stein ist das? Das mal 4. Perfekt. Zweite Gemma-Abteile. Und 100%. Lego City Held. Die Anzahl steigt, meine Freunde. Würde ich sagen. Ich hab den Smaragd. Gute Arbeit, Chasey. Ich schick dir dann den Ort zur Übergabe. Und wenn ich mal wieder was für dich habe, melde ich mich. Danke, Vinny. Polente sitzt hinter mir, ja? Das heißt, ich kann jetzt hier einfach aufnehmen. Und ich habe jetzt 1,1 Millionen. Ich habe 1 Milliarden gesagt. Ich mache mal den mal 4 an. Ich verdiene jetzt 8-fach Kohle. Dafür habe ich keine Zeit. Ja, die Musik ist auch wieder ein bisschen laut. Heißt, es könnte sehr leise sein. Oh, der große, der hat mir zu Zeit. Alter, hast du nicht halten können. Boah, genau im richtigen Moment ist Nitro gezündet. Ich spare mir das mal auf, wenn wieder jemand mich rammen will. Für solche Momente. Ach, der Polizei, Alter. Polizei-LKW. Dem hab ich jetzt gezeigt. So. Fahr ich mal. In der Mitte lang. Muss ich auch eh. Bitte sehr, ein wahnwitzig großer Smaragd. Wie bestellt. Gern geschehen. Nicht schlecht für meinen ersten Bankraub. Ersten und einzigen Bankraub, wollte ich sagen. Lass dich nicht vom Glanz und von den Vorzügen dieses Lebensstils blenden, Chase. Genau. Machen wir mal einen anderen Klingelton wieder rein. Heute mal den Esel. McCain! Chief? Bisher darf die Polizei für einen teuren Sportwagen, einen Gefangenentransporter und einen LKW voll mit Elektronik aufkommen. Sonst noch was? Der Riesensmaragd? Wie bitte? Das Ding ist mehrere hunderttausend wert! Wir gehen noch pleite! Warum hast du das getan? Um in Vinny Papalados Gang zu kommen. Chan hat für ihn gearbeitet. Du bist in Papalados Gang? Den versuchen wir schon seit Jahren was anzuhängen. Chan ist also nicht mehr wichtig.
Okay, ich habe einen Auftrag für dich. Du besorgst mir Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang in Form von Fotos. Danach buchten wir sie alle ein und mit ein bisschen Glück singt einer und liefert uns so Chan. Dafür brauche ich erstmal eine Kamera. Auf eigene Rechnung. Oder nimm die Kommunikatorkamera. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Ding hast, ruf Officer Phillips an. Hey, Ellie. Der Chief sagte, dass du mir mit der Kamera des Kommunikators helfen würdest. Wusste nicht mal, dass das Ding eine hat. Komisch. Ich leite mal die Ferndiagnose ein. Okay, das war's. Deiner läuft mit alter Software. Mal wieder. Ich aktualisiere sie mal. So, jetzt läuft's. Und als Bonus gab's noch ein paar neue Klingeltöne. Siehst du? Danke. Ich brauche Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang. Ganz einfach. Such dir eine gute Stelle zum Beobachten und folge dann den Anweisungen auf der Kamera. Idiotensicher. Na, ich weiß ja nicht. Ich hatte am Ende nur Fotos von meinem Gesicht. Aber nicht Franks sicher. Ja, dann würde ich jetzt aber mal an die Seite fahren hier. Einmal kurz aussteigen. Und dann, also, das kostet mir ein bisschen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr keine weiteren Videos von Lego City Undercover oder anderen coolen Spielen mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Leute im Hintergrund, haltet bitte kurz die Klappe, ich bin am Reden. Ihr könnt auch gerne kommentieren. Ich hab im Moment jemanden, der fast jedes meiner Videos kommentiert. Danke an diese Person. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.